Zu meinem Kopf, was geht ab? Ich bin normal, ich hoffe, euch geht es super. Und ja, willkommen zu den Weekend League Highlights. Lang ist es her, eine XXL-Folge ist heute am Start. Ihr seht es unten, die Folge geht etwas länger. Ich zeige euch die letzten 10 Spiele der Weekend League. Ihr seht dieses Team, mit dem ich jetzt spielen werde. Cantona ist ja klar, also die im Stream dabei waren, wissen Bescheid. 62 Spiele, 86 Tore, 50 Vorlagen. Eine unglaubliche und unfassbare Maschine. Obwohl der so groß und fett ist, ist er trotzdem eine absolut brutale Maschine. Theo Hernandez habe ich mir neu geholt für die linke Außenbahn. Mal schauen, wahrscheinlich wird Kessié nach der Weekend League kommen für Alan. Dafür müsste ich aber erstmal Elite holen, damit auch die Coins am Ende reichen. Und ja, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht so lang halten, weil das Video schon zu lange geht. Und nicht wundern, ich wollte euch eigentlich das 83-25er Pack zeigen von Yunus. Da ist aber nur Scheiße rausgekommen. Was aber davor passiert ist, Digga, deswegen steht es auch unten im Titel, Digga, einfach eine fucking Ikone. Damit fangen wir auf jeden Fall an, bevor wir ins erste Spiel reingehen. Jetzt viel Spaß erstmal mit dem Clip, mit der Icon und danach geht's weiter in die Weekend League. Wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal zum Ende des Videos. Bis gleich. Ich wollte nur das 83-25er und er hatte noch seine beiden 25-Kampen vorgesteller und zieht einfach eine Icon, Digga, ich glaub's nicht. Was für ein Team, ja. Cantona, Digga. Cantona, Digga. Let's go, Digga. Digga, die Mitte ist so offen, oder was? Er spielt Bailey. Digga, er spielt Bailey, Lodi. Bitte, also, das ist, glaube ich, in der Kategorie, wo ich gerade bin, ein geschenkter Gegner. Oh nein, gefällt's. So billig, Digga.
steuert jetzt Semedo nach hinten, damit ich den Ball irgendwie rausköpfen kann. Bruder, Semedo ist da und guckt einfach nur den Ball hinterher, Bruder, juckt ihn überhaupt nicht, Mann. Ich muss selber schießen, Digga, oh mein Gott. Ja, Mann, Digga. Eines der schwitzigsten Spiele, die ich je in FIFA 21 hatte, Digga. Meine Fresse, Alter. Digga, einfach Unterkante der Latte. Boah, das hätte richtig in die Hose gehen können, aber zum Glück, Bruder. 3 Matchbälle, let's go. So. Mein hoffentlich letzter Gegner, bitte, Digga. Er hat nur Rashford in Rot, der mir Angst macht. Der Rest ist Standard, Digga. Let's go, Digga. Ist doch krass, Bruder. Guck mal. Aha. Ey, Bruder, halt die Fresse. Ja. Ach du Scheiße, Digga. Boah, das ist unglaublich, Digga. Ich erspiele meine Tore, fick sein Leben, Bruder, und er kommt zweimal und macht sowas, Digga. Alles gut, Digga. Ach. Was? Was? Spiel ist einfach komplett gegen mich, Bruder. Ich kann nichts machen. Die ganze Zeit kriegt ihr die 2. Nein! Nein, das habe ich gerade nicht gemacht. Ich dachte, er kommt mit mir. Mann, nein, ich dachte, er kommt mit mir. Ey, Wallabila, ich dachte, er kommt mit mir. Nein. Ach du Scheiße, Bruder. Bilder, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, Bruder, Mann? Was? Ah, lecker. Komm, wieder spät. So, die ganze Elastico-Übersteiger. Ich kann einfach nichts machen. Ich schmeiß das letzte Spiel um Elite, Digga. Fick aufs Matchmaking, fick auf alles, Digga. Alles oder nix. Alles oder nix. Hm.
mein Gott. Let's go, Digga. Das war's dann. Spielsatz und Sieg, glaube ich. Boah, Bruder, also ich habe keine Ahnung, warum ich das hier so spannend gemacht habe, Digga. Wobei der Gegner eigentlich spielerisch echt nicht schlecht war. Also der war auf jeden Fall besser als die anderen Gegner davor. Aber wir haben es geschafft. Ah, stimmt, der zweite hat mich viel in Rage Quit geschossen. Ich meine natürlich den Linkser. Den vorletzten Gegner, Digga, den ich an die Wand gespielt habe und trotzdem verloren habe. Ja, Freunde, XXL Weekend League Highlights sind dann wieder am Start gewesen. Lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr auch noch nicht gemacht habt. Und dann in der Woche im Stream heute Abend, so gegen 21 Uhr, werden wir die ersten Foot Swaps erspielen. Würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einschaltet. Vergesst auf keinen Fall, ein Like zu geben für Elite, Digga, nach wieder mal langer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich vor einem Monat oder vor anderthalb. Deswegen vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommt später in den Stream. Wir sehen uns. Ich bin raus. Peace.